Seid gegrüßt, Leute. Ich spreche heute mit Marlon Borchers über das Thema Migration. Und bei Migration, da gibt es ja unterschiedliche Dinge, über die man sprechen kann. Wir wollten zuerst einmal über Arbeitsmigration, vor allem im europäischen Kontext sprechen, weil das wirklich der Hauptteil der Migration ist, die wir in Richtung Deutschland erleben. Und da gibt es auch eine ganz interessante Schlagzeile, denn diese große Netto-Migration, die wir von Osteuropa nach Westeuropa seit dem Ende des Kalten Krieges erleben, die zeigt sich auch innerhalb Deutschlands. Ostdeutschland ist mittlerweile so bevölkerungsarm wie zuletzt 1905. Also das Gebiet der ehemaligen DDR ist so entvölkert, wie es zuletzt zu Zeiten von Kaiser Wilhelm II. War. Westdeutschland ist dagegen so bevölkerungsreich wie nie. Und diese Entwicklung, die wir in Deutschland sehen, die zeigt sich auch in den meisten anderen Staaten Europas. Ich habe dazu eine interessante Grafik mitgebracht, die, wie so häufig, aus dem Atlas der Weltwirtschaft stammt. Und die zeigt, wie stark die Abwanderung in Osteuropa in den letzten Jahren war. Man sieht wirklich, dass nach dem Fall des Eisernen Vorhangs die Abwanderung in allen europäischen Staaten mit der Zeit, in allen osteuropäischen Staaten, die hier aufgeführt sind, mit der Zeit immer weiter zunimmt. Am schlimmsten betroffen sind Bulgarien, Rumänien und das Baltikum. Weniger schlimm betroffen sind Länder wie Polen, oder Tschechien, sowie die Slowakei. Aber selbst Länder wie Polen oder Tschechien verzeichnen eine immer stärkere Abwanderung. Die Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter hat in allen osteuropäischen Staaten, die hier aufgeführt sind, mit Ausnahme der Slowakei, stärker abgenommen als in Westeuropa. In Westeuropa ist sie von 1991 bis 2021 sogar leicht gestiegen. In allen osteuropäischen Staaten ist sie sogar gesunken. Und in einigen Ländern wie Bulgarien gab es eine gigantische Abwanderung. Dies hängt mit der in diesen Ländern durchgeführten Schocktherapie zusammen, die nach 1991 die Wirtschaftsstrukturen da quasi zusammenbrechen hat lassen. Also, ich hatte das ja mit MMT, mit Jan schon im letzten Video besprochen, dass die Schocktherapie in Russland riesigen Schaden angerichtet hat. Das war in Ländern wie Bulgarien, Rumänien oder auch dem Baltikum ganz ähnlich. Das zeigt, also diese hohe Abwanderung ist ein Indiz dafür, dass diese Politik die Strukturen in diesen Ländern zerstört hat. Sie ist auch eine Folge der hohen Arbeitslosigkeit, die infolge der Schocktherapie entstanden ist. Und sie zeigt, dass auch diese angebliche Erfolgsgeschichte, von der beispielsweise im Baltikum immer erzählt wird, gar nicht mal der Fall ist. Denn wenn die Bevölkerung, wie beispielsweise in Lettland, also die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, um 30% abnimmt, während sie, wie gesagt, im gleichen Zeitraum in Westeuropa steigt, dann ist das keine Folge erfolgreicher Politik, sondern dann ist das ein sehr bedenkliches Zeichen. Und hier kommen wir auch schon zu diesem Problem, die Migration mit sich bringt. Migration führt zu, zumindest hohe Nettomigration, zu makroökonomischen Ungleichgewichten. Hier haben wir gesehen, dass in Osteuropa der demografische Wandel dadurch wesentlich verschärft wird, während er in Westeuropa, wo die Migranten eben hingewandert sind, gemildert wird. Das ist ein Beispiel dafür, dass Arbeitsmigration wirklich scharfe Konsequenzen hat. Und innerhalb der Europäischen Union ist diese Arbeitsmigration auch nur logisch, denn die Arbeitnehmerfreizügigkeit gehört zu den vier Grundfreiheiten der EU. Genau. Genau. Bevor ich einmal auf Migration angehen möchte, möchte ich einmal die Demografie nochmal in den Vordergrund stellen, denn das, was wir gerade in Ostdeutschland sehen, das ist ja ein Zustand, den wir auch in naher Zukunft, in 10, 20 Jahren, auch in Westdeutschland potenziell so haben könnten. Denn wir sehen, dass in den nächsten Jahren, in den In den nächsten nächsten 5 bis fünf 10 bis Jahren, zehn die Jahren die ganze ganze Boomer-Generation Boomer-Generation in in Rente Rente geht. geht. Das heißt, das Erwerbspersonenpotenzial, das sinkt massiv. Wenn wir hier Lettland als Beispiel Beispiel haben, haben, wo wir wo wir sehen, sehen, dass fast ein Drittel der Personen im erwerbsfähigen Alter insgesamt heute weniger da sind als Anfang der 90er Jahre, dann ist das genau das, was uns in Deutschland auch blühen wird. Das heißt, die Situation, die wir in Ostdeutschland Deutschland gerade gerade haben, haben, also sehr also sehr viele viele alte alte. Menschen, sehr wenig junge Menschen und vor allem eben der Bereich dazwischen, auch sehr wenig Menschen. Das wird höchstwahrscheinlich auch im Westdeutschland Deutschland im Normalzustand sein, Normalzustand aber sein. es kommt zumindest mir nicht so vor, als wenn
man da irgendwie entsprechend von der Politik drauf reagiert. Ich meine, es kommen ja schon Versuche, dass man die Rente mit 70 jetzt machen will, dass man versucht, dieses ganze Thema einfach nur noch um vielleicht 2, 3, 4, 5 Jahre nach hinten zu schieben. Aber früher oder später kommt ja dieses Problem auf uns zu. Und da ist nun, wenn wir uns die Zahlen angucken, zum Beispiel Migration aus Osteuropa, ja einfach keine Lösung, weil die Leute sind ja alle bereits hierhergekommen. Oder nicht alle, aber viele, wenn wir uns die Zahlen angucken. Das heißt, wir müssten eigentlich auch schauen, dass wir eine Bevölkerungspolitik in Deutschland selber haben, die dafür sorgt, dass wir stabile Geburtenraten haben, sodass die Bevölkerung auf einem Niveau bestehen bleibt, dass es keine Ungleichgewichte eben hier vor Ort gibt. Nur diese Art der Politik, die bringt kurzfristig ja auch keine Hilfe. Denn wenn ein Kind heute geboren wird, dann ist es ja nicht in 5 Jahren auf dem Arbeitsmarkt. Dann dauert das ganze Jahr erstmal, ich sag mal, 16, 17, 18, wenn das Kind studiert, dann 22, 25 Jahre. So. Das heißt, meine Frage ist, wie sollen wir diesen Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials auch nur halbwegs ausgleichen, wenn es eben keine Migration gibt? So, was würdest du dazu sagen? Wie müsste man das aus deiner Sicht gestalten? Oder siehst du es ganz anders? Ja, ich sehe es anders. Die Produktivität, also beziehungsweise die reale Wirtschaftsleistung wird in den nächsten 4 Jahrzehnten laut allen Prognosen, die offiziell verfügbar sind, wobei man bei Prognosen natürlich immer sagen muss, sie sind unsicher, solange sie die Zukunft betreffen, aber laut all diesen Prognosen, die es gibt, wird die reale Wirtschaftsleistung schneller steigen als die Zahl der Personen über 67 Jahren. Also es gibt überhaupt kein Problem, dass unsere Sozialsysteme nicht mehr finanziert werden könnten. Dazu haben wir noch, auch in Deutschland, wo die Arbeitslosenrate noch relativ gering ist, Millionen Arbeitslose, die man in den Arbeitsmarkt integrieren könnte. Also wir haben hier definitiv unser Potenzial noch nicht ausgenutzt. Ich sehe nicht, dass wir da Migration brauchen. Und eine leichte Erhöhung der Geburtenraten würde sicherlich helfen, das abzumildern. Aber ich sehe auch kein Problem in den nächsten 20 Jahren. Die Wirtschaft wird einfach schnell genug wachsen, vor allem dann, wenn die richtige Politik betrieben wird, was die Finanzierung unseres Sozialsystems kein Problem darstellt. Nee, also was die Finanzierung angeht, da bin ich ja sowieso eher auf Seiten der MMT, dass ich das Problem, was die Finanzierung angeht, sowieso gar nicht so stark sehe. Ich meinte mit Finanzierung reale Ressourcen. Also. Ach so, genau. Gut, da sind wir. Ne? Was ich mich aber frage, wir sehen ja, dass in den letzten 20 Jahren wir ja im Prinzip auch steigende Gewinne hatten und die Wirtschaft ja auch gewachsen ist, aber dass vor allem die untere Hälfte der Lohnbezieher davon ja doch gar nicht profitiert hat. Das heißt, wie du eben schon richtig gesagt hast, es bräuchte natürlich eine andere Politik, denn wenn jetzt diese neoliberale Politik noch stärker radikalisiert wird, wie es ja auch die FDP unter anderem versucht, dann sehe ich einfach nicht, dass sich diese Probleme irgendwie lösen. Also dann sehe ich nicht, dass am Ende die steigende Produktivität auch dazu führt und das steigende Wirtschaftswachstum, dass man das so verteilt, dass am Ende auch alle halbwegs ordentlich durch die kommenden Jahrzehnte da durchkommen werden. Ich meine, in 20, 25 Jahren, wenn man das so sagen möchte, hat die biologische Realität diese Situation beendet, weil Leute werden nicht 120, 130 Jahre alt, ganz, ganz wenige, aber 99% Komma irgendwas werden es halt nicht. Und das heißt, dann hat man diesen Boomerbauch, sag ich mal, der wird früher oder später sowieso verschwinden. So. Die Frage ist nur, wie werden wir diese 20 Jahre bis dahin organisiert kriegen? Und da sagen einige, wir müssen es über Migration lösen. Ich wäre da erstmal grundsätzlich bei dir und sage, ja, das ist jetzt nicht zwingend das Ding, was man machen muss. Nur man muss dann natürlich auch eine gute Gegenerzählung reinbringen. Und ich finde die Gegenerzählung, dass man die steigende Produktivität und den steigenden Wohlstand, die steigende Wirtschaftsleistung, dass man die so verteilt, dass die diese Leistung auch erarbeiten, dass die davon profitieren, finde ich eigentlich eine sehr schöne und auch eine sehr starke Gegenerzählung. Ja, da sprichst du auf jeden Fall einen wichtigen Punkt an. In den letzten Jahrzehnten ist das Wirtschaftswachstum, was wir in Deutschland gesehen haben, eben überproportional an die Kapitalbesitzer gegangen. Und vor allem die ärmeren Arbeiter, also die unteren 50%, haben seit 1990 davon eigentlich nichts gesehen, obwohl die Wirtschaft ja stark gewachsen ist. Und ich hatte ja vorhin schon angesprochen, dass diese
dass aus Ostdeutschland ganz viele Menschen abwandern nach Westdeutschland, weil in Westdeutschland die Arbeitslosigkeit geringer ist, das Lohnniveau höher ist. Ja, kurzum, weil die Bedingungen dort angenehmer sind. Das heißt, so eine Migration von Ländern mit sowieso schon ungünstigerer Demografie hin zu Ländern mit einer im Moment noch günstigeren, die führt dazu, dass wirtschaftlich starke Regionen noch stärker werden und wirtschaftlich schwache Regionen innerhalb Deutschlands, eben Ostdeutschland, und innerhalb der EU, Osteuropa, noch weiter abgehängt werden. Das heißt, das kann auf keinen Fall die Lösung für dieses Problem sein. Wir importieren ja im Moment vor allem Arbeitskräfte aus Ländern mit noch ungünstigerer Demografie als der unsrigen. Denn in den osteuropäischen Staaten ist infolge der Schocktherapie auch die Geburtenrate stark eingebrochen. Das heißt, die erleben da gerade noch mal den demografischen Wandel, der bei uns meiner Meinung nach nicht so schlimm ausfallen wird, wie uns immer erzählt wird, gerade in wirklich verschärfter Form, in einer Form, wie er dort wirklich das Wirtschaftswachstum bedrohen könnte. Und die zweite Frage, die sich dann stellt, ich meine, wir haben über Osteuropa jetzt gesprochen und dann kommt ja ganz gerne auch von der Bundesregierung und von anderen, dass wir doch Leute zum Beispiel aus Afrika, dass wir den Menschen, die ja dort einen sehr jungen, also Afrika ist ja ein sehr junger Kontinent, dass man versucht dort Fachkräfte unter anderem anzuwerben. Nun gab es ja vor einigen Wochen die Situation, dass der Lindner in einem afrikanischen Staat unterwegs war und in einer Universität die Leute gefragt hat, ja, wollt ihr oder könnt ihr euch vorstellen, nach Deutschland zu kommen? Und in diesem ganzen Hörsaal hat sich kaum einer gemeldet. Das heißt, Deutschland ist für Fachkräfte erst einmal, auch für afrikanische Fachkräfte höchstwahrscheinlich gar nicht so attraktiv, wie man sich das bei uns selber immer einredet. Da ist es wahrscheinlich interessanter, in die USA oder auch in die Niederlande etc. zu gehen, allein schon auch aufgrund der Sprachbarriere. Und zum anderen, man sollte bei Entwicklungsländern auch immer bedenken, dass die sowieso also ihr Bildungssystem gerade erst ausgebaut haben und das schon mit hohen Kosten verbunden ist, diese Fachkräfte auszubilden, und das jetzt keine gute Entwicklungspolitik ist, diese teuer ausgebildeten Fachkräfte eben diesen Ländern wieder abzuwerben, selbst wenn sie eine günstigere Demografie haben. Da müsste man eigentlich so einen Mechanismus über Entschädigungszahlung finden. Also dass Industrieländer, die von Entwicklungsländern Fachkräfte abwerben, dass die dann dafür entschädigen. Ja, das ist nämlich auch der Punkt, auf den ich jetzt herleiten wollte. Es bringt ja der dortigen Entwicklung nichts, wenn man die qualifizierten Leute dann nach Europa oder in westliche Staaten bringt. Das heißt, die Staaten dort haben erst einmal die hohen Investitionen, obwohl sie sowieso meistens gar nicht so viele Mittel haben. Und dann schnappt man ihnen die qualifizierten Leute auch noch weg und sorgt eigentlich ja nur dafür, dass noch größere Perspektivlosigkeit dort entsteht. Gleichzeitig fahren wir ja auch eine Wirtschaftspolitik als EU, die wirklich neokoloniale Züge hat. Allen voran Frankreich in eben den ehemaligen Kolonialgebieten. Und darüber hinaus finde ich es immer super spannend und wirklich krass, dass es Fleisch, was in Deutschland, was in Europa produziert wird, was in Massen hergestellt wird, die Abfälle und die Produkte werden dort nach Afrika exportiert und die sind dort günstiger. Die sind dort verdammt nochmal günstiger als die lokal produzierten Güter, landwirtschaftlichen Erzeugnisse, wie zum Beispiel Fleisch. Also eigentlich müsste man, damit diese Länder aus dem Tritt kommen und endlich auf die Beine gestellt werden können und sich selber hochziehen können, müsste man ihnen Protektionismus gestatten, damit sie vor Ort Perspektiven aufbauen. Und dann kann man ja auch über andere Dinge reden. Ich sehe das aber auch leider nicht, weil wenn wir bei uns über Demografie und Migration sprechen, dann müssen wir aus meiner Sicht eben auch über Afrika und über die Länder sprechen, die in unserer näheren Umgebung sind. Ja, also wie gesagt, ich sehe selbst da nicht, dass das eine gute Idee wäre, da jetzt massenhaft Arbeitskräfte abzuwerben, da sie die gut ausgebildeten Fachkräfte ohnehin selber brauchen. Genau, meine ich ja. Es ist ja auch seltsam, dass es in vielen dieser Länder eine hohe Arbeitslosigkeit gibt. Also in Entwicklungsländern, wo extrem viel zu tun ist, dass es da überhaupt Arbeitslosigkeit in relevantem Ausmaße gibt. Ich meine, man weiß, was für einen technologischen Entwicklungspfad man einschlagen will, nämlich den die Industriestaaten schon gegangen sind. Und deswegen müsste die Wirtschaftspolitik dort eigentlich alles daran setzen, alle verfügbaren Arbeitskräfte in Arbeit zu bringen und schnellstmöglich einen Aufholprozess an die Industrieländer zu starten.
Aber ja, die Frage ist halt, wollen das auch diejenigen, die dort das Land und alles besitzen? Da ist ja Argentinien ein super Beispiel, wo man in den letzten 2 Jahrhunderten immer gesehen hat, dass die Großgrundbesitzer im Prinzip nahezu jede politische Bemühung im Sinne von Industrialisierung, im Sinne von Wohlstand so verteilen, dass man einen starken Binnenmarkt hat, dass die Wirtschaft wächst, dass man das ja alles unterbunden hat, eben weil es eine kleine oligarchische Elite gab, die vom Status quo profitierte. Aber bin ich vielleicht den Pfad eingeschlagen, der uns vom eigentlichen Thema ein bisschen entfernt hat gerade. Ja, du sprichst da einen ganz guten Punkt an. Also es gab ja in den arabischen Staaten, den arabischen Frühling und in einigen Staaten Ägypten und Tunesien hat der tatsächlich zum Sturz der Regierung geführt. Doch da hat der Westen dann eben nicht gesagt, okay, wir unterstützen jetzt diese demokratischen Länder, sondern man hat, ja, mit der üblichen neoliberalen, man hat ihnen versucht, die übliche neoliberale Sparpolitik aufzudrängen. In Ägypten führte das innerhalb kürzester Zeit zum Sturz der Regierung und auch in Tunesien hat man jetzt, da ist die Demokratie zwar formal noch an der Macht, aber der Präsident regiert immer autokratischer und auch dieses Land hat eine riesige Abwanderung. Und wenn wir daran interessiert wären, so eine Reihe stabiler demokratischer Staaten, um die Europäische Union aufzubauen. Also wenn es daran Interesse gäbe, dann hätte man so einen demokratischen Aufbruch eigentlich unterstützen müssen. Durch Wechselkurskoordination, durch eine vernünftige Handelspolitik. Man hat nichts davon gemacht. Ägypten musste nach dem arabischen Frühling wie viele Staaten zum IWF gehen und dort um Kredite betteln und dafür eben auch die üblichen neoliberalen Sparauflagen akzeptieren. Ja. Und ich sag mal, Instabilität, die sorgt ja auch dafür, dass die Leute in ihrem eigenen Land keine Perspektive sehen und an irgendeinem Punkt so verzweifelt sind, dass sie sagen, ich verlasse jetzt meine Heimat und suche mein Glück woanders, weil es vor Ort einfach nicht funktioniert. Im schlimmsten Fall kommen dann ja auch noch Dinge wie Repression in einem Sinne dazu, dass man wirklich verfolgt, gefoltert oder Schlimmeres wird. Oder sich Bürgerkriege und ähnliche Dinge in diesen Ländern entwickeln. Und dann kommt man ja auch ganz schnell zu dem Thema Flucht, Asyl etc., was wir ja auch noch besprechen wollten. Glaubst du, das wäre jetzt der Punkt, um dahin einzusteigen oder hättest du noch etwas davor? Ja, das ist das muss man nämlich ganz scharf abgrenzen. Es gibt einerseits Arbeitsmigration auf der einen Seite, wo man schauen kann, wie man das jetzt genau regelt und wie man es eben nicht regeln sollte, diese komplett freizügige Migration, die wir innerhalb Deutschlands haben und auch innerhalb der EU, die mag zwar ein wichtiges Grundrecht sein, das will ich an dieser Stelle gar nicht bestreiten, das mag ein riesiger Gewinn an Freiheit für das Individuum sein. Sie führt aber, wenn es eben Ungleichgewichte gibt, wie in einigen Regionen eine hohe Arbeitslosigkeit und ein extrem schwaches Lohnwachstum, während andere Regionen prosperieren, dann führt diese Freizügigkeit eben zu diesen Ungleichgewichten, die wir gerade gesehen haben. Dass in einigen Ländern das Erwerbspersonenpotenzial um 20-30% schrumpft, während es in Westeuropa im gleichen Zeitraum wächst. Und diese Arbeitsmigration, die wir innerhalb der Europäischen Union ja massiv gefördert haben durch diese Arbeitnehmerfreizügigkeit, die muss man von Asyl, also von einem Grundrecht, auf das auch jeder Anspruch hat, der politisch verfolgt wird, trennen. Also für die es nicht wissen, in Artikel 16a des deutschen Grundgesetzes ist das Asylrecht auch als Grundrecht, auf das jeder Anspruch hat, festgehalten. Das heißt, wir reden hier nicht von irgendetwas, was wir irgendwie einschränken könnten, denn da würde uns das Bundesverfassungsgericht oder spätestens der EuGH sehr schnell einen Strich durch die Rechnung machen. Jedenfalls im Idealfall, wenn die Grundrechte auch wirklich durchgesetzt werden und die Rechtsstaatlichkeit vernünftig funktioniert, das ist jetzt ein anderes Thema. Aber da müssen wir schon klar trennen zwischen Arbeitsmigration und Asyl. Und beim Asyl, da gibt es 4 Staaten, aus denen in den letzten Jahren immer ein Großteil der Migranten gekommen sind. Das ist Syrien, Afghanistan, der Irak und die Türkei. Aus Syrien und Afghanistan stammen die meisten Flüchtlinge, die hier in Deutschland ankommen. Das sind wirklich die 2 Staaten, aus denen die meisten Asylsuchenden hierher kommen. Und diese 2 Staaten haben etwas gemeinsam. Durch brutale westliche Wirtschaftsaktionen wird dort ein Wiederaufbau verhindert. In Afghanistan sind nach 20-jähriger westlicher Besatzung 2021 die Taliban wieder an die Macht gekommen. Doch der Wiederaufbau des Landes wird, nachdem dort endlich Frieden herrscht,
nun durch besagte Wirtschaftssanktionen verhindert. In Syrien ist die Lage ähnlich. Nach über 10 Jahren Bürgerkrieg herrscht nun in weiten Teilen des Landes Frieden. Vor allem im Nordwesten kommt es zwischen der international anerkannten syrischen Regierung von Bashar al-Assad und islamistischen Milizen, die von der Türkei unterstützt werden, immer noch zu Gefechten, aber in großen Teilen Syriens herrscht mittlerweile Frieden. Doch dieser Frieden führt nicht dazu, dass die syrische Wirtschaft sich wieder erholt. Nein, ganz im Gegenteil, der Wiederaufbau wird durch westliche Sanktionen verhindert. Und es gibt ja vielfach diese Diskussion, ob Flüchtlinge nun aus wirtschaftlichen Gründen hierher kommen oder ob sie tatsächlich politisch verfolgt werden. Nun, diese Frage könnte man relativ leicht beantworten, wenn man nämlich endlich einen Wiederaufbau in Syrien und Afghanistan zuließe. Dann würden wir ja sehen, ob dann die Flüchtlingszahlen abnehmen. Wenn sie dann abnehmen, dann würde das wirklich bedeuten, dass dort viele Menschen aus wirtschaftlichen Gründen geflohen sind. Wenn sie nicht abnehmen, nun, dann würde das bedeuten, dass die politische Verfolgung wohl entscheidend für die Massenflucht dort war. Ja, also das ist die Situation in diesen zwei Ländern. Zum Schaden unserer eigenen Wirtschaft verhindern wir durch Wirtschaftssanktionen dort den Wiederaufbau. Das nächste Land ist der Irak. Dort ist auch mehr oder weniger Frieden eingekehrt, nachdem der Islamische Staat besiegt wurde. Aber auch dort kommt es immer noch zu politischer Verfolgung. Auch dort hat die irakische Zentralregierung noch lange nicht das ganze Staatsgebiet unter Kontrolle. Und auch dort führt der Islamische Staat immer noch einen Guerillakrieg gegen diese Zentralregierung. Nun ja. Also ich muss sagen, dass ich mich mit der Innenpolitik der genannten Länder nicht so tiefgehend auseinandergesetzt habe. Was ich allerdings im Zuge der Türkei-Wahl mitbekommen hatte oder habe, ist, dass in Syrien wohl eine Generalamnestie erlassen wurde, laut der die Menschen, die auch geflohen sind, zumindest so wie es die Regierung sagt, wieder zurückkommen können, ohne dass es irgendwelche Repressionen oder Ähnliches gibt. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, inwiefern das dann auch Realität wäre, wenn die entsprechenden Leute wieder zurückkommen würden. Aber du hast ja bereits gesagt, dass eben dieser wirtschaftliche Aufbau und Aufstieg, und da würde ich dir zustimmen, der ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Denn ich kann mir auch vorstellen, dass vielerorts autoritäre Regierungen repressiver werden, eben je schlechter auch es wirtschaftlich läuft. Denn wenn es wirtschaftlich schlecht läuft, dann gehen die Leute vielleicht auf die Straße, wenn sie sich kein Brot mehr leisten können, dann gibt es Probleme, dann gibt es Unruhen. Das heißt, alleine erstmal für wirtschaftliche Stabilität in vielen Ländern zu sorgen, das würde zum einen den Wohlstand der Normalbevölkerung im besten Fall natürlich steigern und es würde auch für politische Stabilität eventuell sorgen. Das mag uns jetzt aus einem westlich-demokratischen Blick nicht immer und überall zu 100% gefallen, jedoch würde ich sagen, ist eine autoritärere Regierung immer noch besser als ein Land, was im Bürgerkrieg sich befindet, wo jeden Tag Hunderte oder Tausende Menschen sterben. Ja, und wo dadurch gar nichts vorangeht. Vor allem, was nützt es uns, wenn in syrischen Krankenhäusern die Patienten sterben, weil das Land sich nicht moderne westliche Medikamente besorgen kann? Was nützt es uns, wenn in Afghanistan 20 Millionen Menschen hungern, weil dem Land seine Devisenreserven gestohlen wurden, weil es sich damit keine Nahrungsmittel mehr kaufen kann? Also das hilft den Bevölkerung da überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, solche Sanktionen, die richten sich immer gegen die Zivilbevölkerung. Die richten sich so gut wie nie gegen die man angeblich vorgehen will, gegen die dortigen Regierungen. Die werden einfach repressiver und können dann auch noch auf den äußeren Feind verweisen, und zwar zu Recht, wer das Leben für die Bevölkerung so beschissen macht. Man hat im Irak, also in den 90er Jahren, für hunderttausende Tote gesorgt durch Wirtschaftssanktionen, ohne dass dadurch die Position von Diktator Saddam Hussein groß untergraben, dass man seine Position groß untergraben hätte. Das zeigt, also dieses Beispiel zeigt eindeutig, dass Wirtschaftssanktionen die Zivilbevölkerung sehr hart treffen, die Mittelschicht zerstören und gleichzeitig nichts dazu beitragen, die Regierungen dieser Länder zu beseitigen. Eher ganz im Gegenteil. Diese Regierungen verlieren international vielleicht an Macht, weil die wirtschaftliche Basis, auf der ihre Macht fußt, geringer wird. Aber nach innen werden sie einfach repressiver und unterdrücken die Opposition mehr.
Genau, und im Fall vom Irak und Saddam Hussein ist es ja so, dass der Westen oder die USA noch wenige Jahre bis Jahrzehnte davor ihn im Krieg gegen Iran unterstützt hat. Also da wechselt man natürlich dann auch ganz schnell. Auf einmal war er noch vor 10 Jahren der Gute, der Freund im Krieg gegen Iran, und 10 Jahre später ist auf einmal der Böse, den man bekämpfen muss. Das ist ja auch sehr spannend, aber ja, ich finde, da hast du wiederum sehr viel Richtiges gesagt. Wir haben am Ende nichts davon, wenn es den Leuten dort immer schlechter und schlechter geht. Das wird nur zu mehr Instabilität und Unruhen und Toten führen. Das heißt, wir haben ja auch in den letzten Jahren gesehen, immer wenn man als Westen versucht hat, von außen den Leuten etwas aufzuoktroyieren, also wenn man als Westen bestimmen wollte, wie soll sich dieses Land entwickeln, im Nahen Osten zum Beispiel, es ist immer schief gegangen. Das heißt, wir können und wir sollten auch nicht in so einer neokolonialen Arroganz diesen Ländern und diesen Bevölkerungen sagen, ja, das und das ist aber das Beste für euch. Das müssen die Leute in einem Prozess, der geht denn vielleicht auch mal 20, 30 Jahre oder länger, die müssen das selber entscheiden. Das sind doch mündige Menschen, die dort leben. Die brauchen doch nicht den tollen Wertewesten, der mit seiner Politik meint, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, während er aber in der ganzen Welt genug Unsinn und Unheil anrichtet. Also diese ganzen Wirtschaftssanktionen, die sollten weg. Wir sollten wirklich nicht aufgrund von irgendwelchen Interessen, die da sein mögen, die Menschen vor Ort sterben lassen, sondern das bringt uns langfristig ja auch nichts. Also wir haben doch da nichts von. Es werden Flüchtlinge produziert, dadurch gibt es natürlich Druck auf die europäische Außengrenze. Das wiederum schwächt die innereuropäische Gesellschaft, weil das Leute nutzen, um das eine gegen das andere auszuspielen. Also wir sollten für Wachstum, Prosperität in diesen Ländern sorgen, damit es den Menschen dort besser geht. Und was darüber hinaus passiert, in welche politische Richtung sich diese Länder entwickeln, Das soll die Bevölkerung in diesen Ländern entscheiden. Vor allem schadet es ja unserer eigenen Wirtschaft, wenn wir durch Sanktionen, also uns selbst Handelsmöglichkeiten nehmen. Syrien und Afghanistan, die befinden sich beide so ziemlich auf der Route der chinesischen Seidenstraßeninitiative. Also diesen beiden Ländern würde eine Funktion als Brückenstaaten zwischen Ost und West wirklich gut tun. Diese Länder könnten einen phänomenalen wirtschaftlichen Aufstieg erleben. Und wir müssten ihnen gar nicht mal helfen. Wir müssten da kein Geld hinüberweisen. Wir müssten einfach nur die Sanktionen aufheben und beispielsweise im Fall von Afghanistan den Diebstahl afghanischen Vermögens stoppen. 7 Milliarden Dollar an Devisenreserven, ich sage es nochmal, wurden von den USA gestohlen. Das ist Vermögen der afghanischen Zentralbank, das die USA sich kurz vor ihrem Abzug einfach geklaut haben. Und es geht wirklich nur darum, diesen Ländern erstmal keine Steine auf ihre Entwicklung in den Weg zu legen und nicht mal sie groß zu unterstützen. Das wäre dann der nächste Schritt, dass man auf Dinge wie Wechselkurskooperation, auf Handelsabkommen, die zum gegenseitigen Vorteil sind, dass man die schließt und dass man diese Länder nicht wie Feinde behandelt, so wie wir das aktuell tun. Also das wäre doch eigentlich ein super Schlusswort, oder nicht? Oder hast du noch irgendwas? Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar interessante Anregungen geben. Heute mal ein etwas lockereres Gespräch über Migration. Damit verabschiede ich mich in die Sommerpause. Ich auch. Ciao.